Oh, hab ich irgendwann mal so nach langer Wühlerei, nach irgendwie nach langer, langer Zeit, wo ich ein bisschen rumprobiert und rumgesucht und was ich nicht alles gemacht habe. Ne, so. Kraftsüdung, ja genau. So, also okay, ja. Hab ich halt irgendwie eine Stelle gefunden. Irgendwie sowas, ne? So eine Ader. Hab ich irgendwie so ein Ding gefunden. Das ist irgendwie so. Irgendwie so eine komische Ader. Irgendwie was Adriges, Ädriges war da. So, hab ich ja. Hm, da bin ich dem Stelle schon ganz schön nah. Das muss wohl das Fischgehirn sein. So. Also die Fischgehirn-Geschichte, ne? Also die Fischgehirn. Ja. Die Ader des Toten hier in der Bio, da habe ich gedacht, Adriges will mir wahrscheinlich irgendwie so, das ist wohl das Gehirn des Fisches. Ne, dann habe ich irgendwann mal, habe ich ein bisschen so gedreht und gedreht, ein bisschen geguckt. So sieht also ein Fischgehirn in echt aus. Bis ich dann irgendwann mal so weit das umgedreht habe, von allen Seiten wollte ich dann mal gucken. Wollte ich begucken. So, was kommt dabei raus? Ich sehe da einen fetten schwarzen Fleck. Ich sehe da wirklich so einen großen, großen, großen schwarzen Fleck. Hab ich mich schwer gewundert. Was ist das denn? Hab ich nochmal umgedreht und geguckt. Und dann irgendwann nach ein, zwei Minuten dämmerte mir, das war nicht das Fischgehirn, sondern das Auge des Neonfisches. Hab ich das Auge abgerubbt und, ja. Das war, Kürbisse? Kürbisse? Da habe ich wirklich das Auge des Neonfisches anstelle des Gehirns erwischt. Ja, das war wirklich damals tatsächlich unter Schulfreunden damals 2004. Habe ich das denen auch erzählt, da haben wir so einen abgelacht darüber, ich kann nicht euch sagen. Habe ich, ja, da haben wir uns so einen drüber, ne? War wirklich ein Klassiker. Ja, ich wollte dem toten Neonfisch das Gehirn irgendwie raus operieren, sagen wir mal so in Anführungsstrichen. Und in Wirklichkeit habe ich das Auge abgemacht und hab gedacht, das war das Gehirn, war das irgendwie so adrig. Habe ich gedacht, naja, ne, das war, tja, Leichenflatterei. Vom Feinsten. Wo ist die Abby denn eigentlich? Abbychen! Ich sollte, ja. Die ist auch hier gegangen, ne? Muss sie was. Oh, ich kann ja mal gucken. Vielleicht ist sie eine Bibliothek. Müllabfuhr, Müllabfuhr, Müllabfuhr. So. Hallöchen. Boah. Halloween-Kürbis-Scheiße. Hallöchen. Nicht hyperventilieren. Mir so tolle Sachen gibt. Du bist der beste Renner. Boah, einen Moment habe ich gedacht, ich hätte Nasenbluten. Ich muss schnell sein. Wir haben ohne darüber zu sorgen, welche Jahreszeit es ist. Und das bedeutet, du kannst mit mir öfter rumhängen. Sind wir rumhängen? Oh, ich liebe dich. Mehr oder weniger. Ich kann das leider nicht steigern. Gibt auch eine Möglichkeit, die Liebe zu von Abby von mir zu speichern? Oh, was ist denn hier? Was wächst da? Toll! Aber ich könnte ja mal so bei Just for Fun, ich guck noch mal. Das ist so schön. Wir Frauen sind ja so romantisch und so herzergreifend und so feinfühlig und so. Und so eine Eigenschaft, dessen Wort ich gerade nicht weiß. Ich bin leider nicht fertig. Ich muss ein bisschen schneller arbeiten, ich weiß. Ja. Also der tote Neonfisch. So, das habe ich nicht nur einmal gemacht, sondern ich habe mal irgendwie den toten Schwertfisch. Weibchen, glaube ich. Weibchen oder Männchen, ich mache Wumpe. So. Habe ich mir gedacht, wie sieht das Gehirn eines Schwertfisches aus? Das Schwert ist ja ein bisschen größer als ein Neonfisch. Ja, wird ja schon ein bisschen einfacher sein, den Fisch, also die Leiche zu operieren.
habe ich wieder Mikroskop genommen, ohne Handschuhe, einfach so mit bloßen Händen habe ich immer gearbeitet. Gearbeitet, wirklich gleich geschändet. So, habe ich also das, habe ich also Küchenschere gegriffen und den Kopf abgeschnippelt. Und dann so, habe ich Kopf, ne, abgemacht und zwischen Kopf und Rumpf, ich glaube, so ein langer Schlauch. Ein Schlauch irgendwie so, richtig so, boah, das ist ein schlechter von mir. Habe ich gedacht, irgendwie die Speiseröhre oder das Gedärme des Fisches hier. Da guckt irgendwie so ein langer Schlauch raus. Boah, mein Gott, das war wirklich irgendwie so ein irgendwas Schlauchartiges. Boah, das Schwere. Boah, ich habe versucht, ne, habe ich den Kopf leider kaputt gemacht. Wahrscheinlich auch das Gehirn zerstört und dann, das war ja sowieso schon für den Arsch, aber so, boah, Alter Schwede, das war wirklich Frankenstein-mäßig. Und ich so, kümmert ihr einen nicht, ne? Ist doch irgendwie, ne? Interessiert auch niemanden. So. Hallöchen. Müllabfuhr, so, danke. Obwohl, ich könnte ja. Nee, ich gehe doch lieber da ein, so. Habe ich den toten Neonfisch, den Fischen wirklich Kopf abgetrennt. Beim Neonfisch kam dieser Schlauch nicht raus, aber... Naja. Du spielst Klavier? Ich bin ein Longrisses, ja. In Frauenkleidern schnüffelt man nicht rum. Boah. Vielleicht in der Monatsbinden oder Tampons drin, wer weiß das denn schön genau. Na, auf jeden Fall diese tote Fischgeschichte da. Das war wirklich hier. Pff. Das kannst du doch keinem erzählen. Das kannst du doch keinem erzählen. Das war wirklich. Pff. Los die Spur. Nicht die Spur, eine Ahnung. So. So. Rasti, Spur. Rasti, Rasti. Rasti, Rasti. Oh. Ich kann ja die schon mal, ne? 12 Uhr. So, ich boxe. Ich bin wieder nicht Klitschko. Boxtraining. Los. Nicht Boxtraining. Boxtraining, los! Puh. So, und dann nochmal. Boxtraining von hinten, los! Fanpressing! So, Fanpressing, nächste. Boxtraining, so, Faunschlag, los! Puh. So. So, und jetzt machen wir. Richtig lustige Sachen. Wie viele haben wir? Die Leute. Und nicht vergessen, Hollenching irgendwie. Mh. Ja, das vielleicht auch, aber ich brauche irgendwas anderes. Diese Sips. Und da haben wir noch diese komischen. Diese Fertilizer-Geschichte. Das wollte ich. Fertilizer. 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 Oh mein Gott. Fertilizer. Quality Fertilizer. Wo ist denn gerade der Little Girl? Welchen Titel? Habe ich echt einen Fisch irgendwo? So. Ist was scheiße, aber... Ich habe hier noch gar keinen Fisch, habe ich hier. Ist jetzt zu spät. So, mal hier. Und zwei, drei, vier, fünf, sechs, zwei, drei, vier, fünf. Weil 5 mal 6 ist die 90. 5 mal 6 haben bedeutet, 30 Jahre alt sie sein. 6 mal 6. Nein! Boah! Bist du Arschfick, Mann!
Du bist doof. Guck mal, wenn ich hier draufklicke, dann pam, 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 dann ist doch wirklich scheiße los. Mann, scheiß Arschfick-Steuerung. Boah. Hier, ich raste völlig aus. So. Guck mal. Oh mein Gott. So. So, der Puppe, Meerfische, schneidet man nicht den Kopf ab. Kapiert? Ja? Opfer! Unglaublich gut, kapiert. Ja, ich halb auch. Da darfst du nicht länger im Bett bleiben, denn deine Frau will auch beglückt werden. Ja? Na, ja, dann macht man das. So, mein Gott. Wie doof haltet ihr mich denn eigentlich? Mann, schon 2 Stunden 15 Minuten nehme ich auf. Also noch eine Dreiviertelstunde kann ich ja noch, na und so. So. Sprung. Toll, dass ich so toll bin, dass ich Hardwood. Oh, wie Gott, du leben ist der Hardwood Floor. Ah, wie Gott, du leben. Ah, wie Gott, du leben. Ah, wie Gott, du leben ist der Hardwood Floor. Hier. Gut, dann eben halt nicht. Ja, hier. Und einen schenke ich dir. Weil ich doof bin. Deswegen, da darf man nicht nett sein. Zum Bürgermeister. So. Ein anderes Thema wollte ich ansprechen, aber... Netzwerkdurchsuchungsgesetz. Ich werde wohl ein Ansagevideo gegen Heiko Maas machen. So wie im Stile von Tanzverbot. Das kann ich euch sagen. Dieser Heiko Maas, dieser Mayonnaise. Ich hasse ihn. Das kann ich euch sagen. Kein Kommentar ist illegal. WDR5 WDR4 verabschiedet sich. Gerade noch wiedergebbare Frequenzen. Ja. Ich werde ein Ansagevideo gegen diesen komischen Heiko-Kauz machen. Herr Maas, das Maß ist voll. Sie pinkeln Leuten wie mir ins Bein. Mit ihrer Möchtegern-Erdogan-Zensurscheiße. Je kleiner der Schniepel, umso beschissener die Gesetze. Ich treffe auf sie zu. Erwarte eine Gefahr Schnee. Für morgen. Ja? Den hat er richtig scheiße drauf. Ja, Maas ist scheiße. Das ist auch gut, das ist meine Meinung. Ich bin eine Fische, ja, die Tintenfisch und Lingcod. Ja, also irgendwie so komische Karpfen, ne? Oder nee, Kabeljau. The ocean in the evening. Lincoln, we found in Frischwetter all day. Lincoln. Lincoln, ja, Lincoln, zu dir. Wo tun wir die ganzen Püppchen denn eigentlich hin? Nein, doch nicht hier. Ich muss gleich noch eine Kiste. Wie viele Kisten brauche ich denn eigentlich? Ich habe eine Idee. Ich mache mal Folgendes. Ja, ich muss mal kurz mein Auge kratzen, Mann. So, hier, guck mal. Bup. Bup. Ja. Bup. Und... Bup, ja. Schön, wie die Terrakotta-Armee da. Nur wie so eine ganz arme Terrakotta-Scheiße.
Tiere Gottes Seife. Tiere Gottes Seife. Tiere Gottes Seife. Ba-ba-ba-ba-ba. Terrakotta, Terrakotta, Terrakotta Army. Chinesen, Chinesen, die hatten es drauf. Chinesen, man hatte es gut drauf. Kaiser Qixi Huangdi mit seiner Terrakotta Army. Der hatte so lange Arme. Eine Arme. Die Arme, die Armee voller lange Arme, 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 Arme. In seiner Arme, Armee, Arme, Armee. Ganz arme Armee ist das. Ja. Ja, ja, ja. Manometer, so. La, da, da. Ich hätte mir eine Iridiumangel holen sollen. Katzilein, lass machen. Ich liebe dich nicht. Mehr oder weniger, als du mich liebst. So, aber lass machen. Sind da noch irgendwelche Würmchen? Nee, natürlich der Mond nicht. Den da, den hauen wir mal kurz weg. So. Hallo. Du kannst aber auch echt nicht treffen, ne? Nahrungsmitteltechnisch sind wir extremst gut aufgestellt. So. Drei Bomben Euro. Dann fehlt dir das Geld, um mal was anderes zu machen. Dieses Netzwerkdurchsuchungsgesetz Manukowski. Herr Maas, ziehen Sie nach Nordkorea. Da haben Sie genau das, was Sie wollen. Aber gefälligst nicht hier. Bleiben Sie hier. Meine ich, gefälligst nicht hier. Sie ziehen nur den ganzen Ärger auf sich. Die laden eine ganze Menge Scheiße auf sich. Das kann ich Ihnen jetzt schon sagen. Ja, genau, der Pullermann war wieder da. Hallöchen! Helen! Helen! Nehmt ihr keine dicken Eier mehr? Die Produktion von dicken Eiern war zu schmerzhaft, deswegen mussten die runterfahren auf normal, auf Standardgröße. Und Pilze natürlich. Magic, genau. Magic Mushrooms, nicht zu vergessen. So. Vielleicht haben wir fast gar keine, kein Eisenerz mehr, weil es zu viel Spaß macht. Nee. Pilzis haben keine Lust. Die Böse gehen in den Streik. So. Die treten in den Streik. So. Ja. Bup. Ja. Auch Qualitätsware muss an meine Scheißigkeit glauben. Plattwur. Oh. Oh. Herr Bürgermeister, Sie haben es so gewollt. Hat nicht irgendwer Geburtstag? Ich bin so verpeilt. Ich kack drauf. Ja, ich guck dir da auf. Scheiß doch die Wand an. Ja, Mann, Mann, Mann. 2 Stunden, 24 Minuten. Das ist ja mal eine ziemliche Ausdauer, die du da mitbringst. Und die Pemme, deren Penispanel. Hallo? Hey, du brauchst nicht so viel Schminke hier, das sieht hässlich aus. Schlauchbootlippen ohne Ende. Ich verstehe die Weiber nie. Ich bin so kalt wie hier am Fisch. Mann, das sind doch, wie nennt man die? Wechselwarm. Die frieren doch nicht einfach so. Die Natur hat's für die schon angerichtet. Ah, ich bin da schon drauf. Und jetzt hat's einfach mal keine so geschminkten Lippen mehr, ne? Ich frage mich, wie die Fische hibernieren. Überwintern. Was hat die Demeter-Reform? Ja, der Demeter ist Wikipedia auf 2 Beinen. Hey, wer so eine Scheiße trinkt, der ist selber schuld, wenn er irgendwann Krebs kriegt.
ist sie? Bitte sehr. Mach dich krank und kaputt. Mit dem Industrieabfall. Eine objektive Berichterstattung über diese Kohlescheiße ist aufgrund deiner Wortwahl nicht möglich. Ist doch Wurscht. Ich bin eher wie der Kaffeesäufer. Kaffee ist mein Leben. Naja, nicht unbedingt, aber naja. Hat meine zwei Tassen schon nur durch. Müllerflur sagt heute nö. Bist du Jodi? Nee, bist Katharina, ne? Jodi, jodel mal. Ja, toll, bitte sehr. 75 Euro. Hallo! Hey! Wo ist denn der Gitarrenverstärker? Spielst du Luftgitarre oder ist sie nur Plastik, so eine Spielzeuggitarre? Bum, 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 was für eine Gitarre ist das? Ist das eine Gibson SG? Ist das eine Gretsch? White Falcon? Ne, White Falcon nicht, aber ist das eine Fender Stratocaster? Schwarze Korpus, schwarze, weißer Korpus, also rot, eine rot lackiert und dann normalerweise sind sie rot-weiß wegen dem Schlagbrett, Pickguard, wie nennt man das auch nicht so. Ich sollte, bevor meine Pickaxt einkassiert. Ja, wir sind zu spät dran, also darf ich das Paar auch einkassieren. Nee, nix da. Was ist denn nur in mir gefahren? Brett. Bernd das Brot hat einen harten. Bernd das Brot. Scharf auf Schlieder scharf. Hallöchen. Jetzt kann ich endlich wieder im Bergbau arbeiten für dich, denn. Hallöchen, Popöchen, die Herrschaften. Ich bin einfach nur scheiße. Wie spät haben wir denn? Naja, ist auch egal. Stimmt, ich muss noch mein Mittagessen noch machen. Das ist leider wirklich schon Manometer, deswegen ich glaube, ich werde dann diesen Tag hier beenden. Wie beendige ich einfach die Aufnahme für heute, weil Mann, wie schnell, wie viel Zeit vergangen ist schon vergangen. Weil man nur in 2,5 Stunden Aufnahmesession und dann weil, ja, ne? Hier gibt's nichts mehr zu holen. Ein bisschen, ja, egal, so. Die Abby, die ist schon gut bedient, ne? Ja. Die Herzensdame hat heute, ne, ich lasse dich auch noch heimlich die Cola-Scheiße nehmen. Das ist ein Industrieabfall. Gibt's doch gar nicht, was die Leute so freiwillig alles antun. Hoffe ist auch nicht immer gesund. Tee auch nicht. Giftstoffe im Tee. Kräutertee. Lieber LSD als Kaffee. Irgendwie stimmt das auch. Aber das ist was ganz anderes. Und ich hatte schon so manche, sagen wir mal, extremst psychedelische Erfahrung. Also teilweise extrem seltsame Sachen. Wirklich teilweise sehr seltsame Dinge, die ich da erlebt habe. Letztens auf einem 300 Mikrogramm Trip. Ist glaube ich ein paar Wochen her, aber auf jeden Fall kann ich eigentlich war. Ja, also Kopf explodiert davor. Freude, könnte man auch sagen. Unbeschreiblich. Also man kann sich ja ab und an mal einen Trip einwerfen, das ist jetzt auch nicht schlimm. Hallo? Oh, jetzt will ich aber. Jetzt weiß ich doch, kann ich doch diese. Wie nennt man? Meteoriten. Da kann ich doch diese Dinger da kaputt knallen. Hallöchen? Dieser Batman ist doch krank. Hallo, Nasenpopelscheißer. Ich gehe mal ganz schnell nach unten. Meine Lieblingsmusik, da muss ich jetzt einfach in der Höhle bleiben. Hallo. Jetzt wird aus dem Popel, Nasenpopel. Mr. Nasenpopel, was haben Sie zu sagen? Ich bin nicht mal still, weil ich die Musik genießen will. Tut mir nicht leid.
einfach mal innehalten und die Musik genießen. Hallo. Was ist das für ein komischer Klumpen? Ja, natürlich, klar. So, Musik genossen, jetzt geht's nach unten, werde genossen, werte Genossen und Genossinnen, werte Partei genossen, wir gehen jetzt nach unten, wir haben die Partei genossen, werte Partei genossen, es war schön Sie zu sehen, ich habe die Partei genossen, sehr geehrte Genossinnen und Mitgenossinnen, wir, naja, na und so. Das Spiel hat echt ein paar Easter Eggs. Ich könnte nur stundenlang so quatschen, das kann ich euch sagen, aber... Was ist das schon? Ja, Müllabfuhr, so. Geburtstage, die mich nicht interessieren, von Leuten, die mich nicht interessieren, das ist... Ja, ne, egal, so. Auf jeden Fall... Es muss gleich wirklich dringendst mein Essen machen, weil sonst, ja. Hallöchen, Hallöchen, Popöchen. Buddy Holly, du landest mal bitte hier. Bobby Holly. Squeeze and squeeze. Steine. Ach, weg damit. So, dann wollen wir jetzt mal nach unten zu den Meteoriten. Mario. War da nicht diese Meteoriten irgendwo? Oder haben sie sich jetzt verdünnisiert? Meteoriten verschwinden nicht einfach so. Da hat der Zauberer wahrscheinlich irgendwie so gedacht. Der interessiert die bestimmt auch eh nicht mehr für. Und daher. Ihr seid eine Pest, ihr seid eine Plage, ihr Bäumelinchen. Ihr seid eine Lebenszeitverschwendung. Ja, meine Menge. Bup, bup und bup. Warte mal, hier das hier weg. Damit auch jeder sehen kann, was ich meine. Das hier, diesen dicken, fetten Buppel. Der dringend einer Diät bedarf. Wir fressen mal kurz. Ich bedarf keiner Diät. Du aber. Du dicker Pumpenbubbel hier, dieser Meteorit meine ich. Nicht dich, sondern. Ja, so. Nö. Wir machen euch von der Seite. Gott, da muss ich jetzt auch eine Goldachs oder was nehmen. Will ich mich verarschen, Spiel? Ist doch. Ist doch wirklich, ja. Guck mal, ich habe so viel von der Scheiße, gebe ich dir was. Und davon gebe ich dir auch noch was. Das hier überlege ich mal kurz wieder zurück. Wo haben wir? So, legen wir mal zurück und dann verabschiede ich mich für die heutige Aufnahme. Denn ich hoffe, euch hat es dann auch gefallen. Also in diesem Sinne.
Vielen Dank, dass ihr mir zugeschaut habt. Ja, wir gucken, lese mal kurz mal die Posten, dann geht's weiter. Sorry, ich dachte nicht gut, tut mir leid, dass ich nicht so guten Briefe schreiben will. Ich habe ein bisschen zu viel gemacht, also gebe ich dir was. Dankeschön, so, jetzt aber. Und das hier nämlich auch, so. Die Pflanzen wachsen. Und ich nehme, in ein paar Tagen muss ich sowieso nochmal neu aufnehmen. Und ja, also ich denke mal, ich hoffe, es hat euch einigermaßen Spaß gemacht, das zu schauen. Also, ich verabschiede mich schon mal für heute. Und für die Aufnahme. Das meine ich in der nächsten Aufnahme. Also, ja dann, tschüssikowski, meine Freunde da draußen. Gehabt euch wohl. Ciao mit V.